herzlich willkommen zur neuen Sendung im Kabeljournal. Wir begrüßen Sie diesmal aus Frankenberg, denn am 9. Februar findet hier vom Bildungsverein Frankenberg organisiert eine Ausbildungsmesse statt. Mein Gesprächspartner ist der Oliver Gerstner vom Bildungsverein. Und Herr Gerstner, Ihr Bildungsverein, was gibt es da drüber zu erzählen? Ja, der Bildungsverein Frankenberg hat sich gegründet als Förderverein für die Bildungseinrichtungen in der Stadt. Und wir organisieren diese Bildungsmesse jetzt zum zweiten Mal hier in Frankenberg, um den Schülern der Stadt und auch der Region Angebote für ihr weiteres Leben machen zu können. Und Ihr Verein, ist der schon länger existent oder ist der erst so jung wie die Ausbildungsmesse? Nein, den Verein gibt es jetzt seit 4 Jahren. Die Ausbildungsmesse ist jetzt im zweiten Jahr. Und am Anfang haben wir uns halt mehr auf bildungsorientierte oder ausbildungsorientierte Angebote konzentriert. Und jetzt seit 2 Jahren haben wir begonnen, diese Ausbildungsmesse ehrenamtlich durchzuführen. Und war die Ausbildungsmesse im letzten Jahr schon gut besucht? Wir waren im letzten Jahr sehr zufrieden mit den Besucherzahlen. Wir freuen uns natürlich immer über mehr Besucher. Aber es geht auch nicht nur um die Besucherzahlen. Uns geht es um die Qualität, die wir den Auszubildenden bieten können und den Studieninteressierten bieten können. Und da kommt natürlich Qualität vor Quantität. Ja, und bevor wir weiter zum Thema Ausbildungsmesse in Frankenberg sprechen, geht's erstmal nach Oederan zum Eisbaden. Zwei kleine Italiener, die träumen von Napoli. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich. Heute bin ich für Sie mal nach Oederan gefahren, zum Freibad. Denn hier wird dieses Wochenende die Badesaison eröffnet. Wir haben strahlenden blauen Himmel und schönen Sonnenschein. Wie bitte? Was? Wir sind ein halbes Jahr zu zeitig? Ja, warum sagt mir denn keiner was? Was mache ich jetzt mit meinem Badefischier? Egal, wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch reingehen. Also das hier sieht schon mal eindeutig nach Badetasche aus. Und das sind dann wohl die Badegäste? Mir scheint's aber, dass ich für dieses Wetter wohl etwas zu dünn angezogen war und ziehe mich erst einmal um. Also mir wurde ja heute gesagt, hier würde heute die Badesaison eröffnet werden. Das heißt, hier wollen heute ein paar Leute ins Wasser steigen. Aber an der Stelle scheint das nicht zu funktionieren, weil hier ist echt dickes Eis. Hier kommen sie nicht rein. Ist vielleicht ein bisschen zeitig zum Baden gehen, aber schauen wir doch einfach mal. Folgen Sie mir mal ein bisschen. Wir laufen hier mal durch das Bad und schauen, was wir so finden können. Ich bin der Bernd Wunderwald. Ich gehöre hier zu dem Verein. Sie gehören zu dem Verein. Ja, genau. Das heißt, Sie haben sich auch im Kalender geirrt heute? Naja, normalerweise gehe ich auch bloß bei Schönwetter ins Wasser, aber was soll man denn im Winter die ganze Zeit machen? Das ist wohl wahr. Also schön ist das Wetter auf alle Fälle. Wir haben Sonnenschein, wir haben strahlenden blauen Himmel, aber mir ist es ehrlich gesagt ein bisschen zu kalt. Was haben Sie denn heute hier alles vor? Ja, wir erwarten heute Eisbader aus Sachsen, Bayern. Wir wissen noch nicht genau, wer kommt, aber auf alle Fälle werden wir dabei sein. Von den Nachbarorten, die haben auch alle ein bisschen so eine Eisbader-Truppe. Und dann werden wir hier so ein bisschen Gaudi machen. Muss man da ein bisschen verrückt sein, um im Januar baden zu gehen? Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Also wir treffen uns jeden Sonnabend hier. 14 Uhr geht es ins Wasser, Kopf ausschalten, hinein. Und dann hinterher gibt es einen Glühwein. Wie kommt man denn eigentlich auf die Idee, im tiefsten Winter ins Wasser zu steigen? Na gut, das ist eine lange Geschichte. Eigentlich machen wir das jetzt schon 23 Jahre lang. Meine Frau hat mich dazu überredet, da mal mitzugehen. Und da haben wir das. Und jetzt machen wir das 23 Jahre zusammen schon. Der Sprudelpilz jedenfalls ist noch nicht so ganz auf die Badesaison eingestellt. Und auch mein Test der Wasseroberfläche sagt mir eindeutig, mit normalem Badebetrieb wird es heute hier wohl eher nichts werden. Dafür gibt es aber schon mal jede Menge Party am Beckenrand. Alles ist gesichert, Musik läuft, Feuer haben wir, Licht haben wir, aber wir sind voll im Limit heute, voll im Limit. So, also hier geht es schon mal nicht weiter. Das heißt, der gute Turm ist heute gesperrt, weil da unten ist auch kein Wasser. Das ist alles ziemlich fest. Ich glaube, hier wird heute keiner den Weg ins Wasser suchen. Ich werde es mir auch verkneifen, aber wir schauen mal, wie das Bad sonst noch aussieht. Bei beinahe Vollmond mache ich mich nun mal auf die Suche nach unseren Badegästen. Der hier sieht eher nicht so aus, als ob er heute hier noch rein will. Wo kommen Sie her? Aus Dresden.
aus Dresden. Dresdner Eisfüchse sind wir. Die Dresdner Eisfüchse. Ja? Ich will gleich mal sagen, der rührt nie welchen Wasser. Wir haben ja Zucker reingetan, welchen Geschmack. Gut, ich kann das nicht nachprüfen heute. Und für Sie ist das nicht so kalt, ja? Dann nicht. Nee. Nee. Oh, jetzt, ja. Aber heute früh hat man schon ein bisschen Respekt vor unserem Vorhang. Wir sind ja froh, dass ihr trotzdem gekommen seid. Na klar. Dann riechen da auch wieder mit. Ja, also ja. So, wollte ich schon wie wir haben immer das Wasser an. Wie lange machen Sie das eigentlich jetzt schon? Die DDR-Zeit. Ja. Also ich mache seit 79 und ihr seid 82. 82, ne? Ja. Respekt muss ich sagen, also ich traue mich heute nicht rein. Ich habe sie eingeladen heute mit zum Baden. Ja? Okay. Ja, diesmal gehen wir da nicht nackt, diesmal haben wir da was an, da ist es so warm. Das da sieht nach warmer Suppe aus und kommt mir da schon eher entgegen. Für die Verpflegung nicht nur der Badenden, sondern auch der zahlreichen erschienenen Schaulustigen war jedenfalls gesorgt. Und die Grillstände dürften an diesem Tage mit ziemlicher Sicherheit zu den am heißesten begehrten Orten gezählt haben. Ich hatte ja heute einen Badefisch mitgebracht. Das heißt, ganz so schief habe ich nicht gelegen. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, wie kalt das hier wirklich ist. Oder wie warm es vielleicht ist. Schauen wir doch mal nach. So, rein mit dem Fisch. Es wird immer weniger, es wird immer weniger. Wir sind schon bei 3 Grad. Ich muss sagen, mir ist es dann doch ein bisschen zu kalt. Ich werde mich heute hier ein bisschen zurückhalten. So, jetzt habe ich bei mir einen der Verantwortlichen für die Sicherheit vom Roten Kreuz. Ist das richtig? Richtig, ja? Jawohl. Ich bin selber hier Rettungsschwimmer in der Wasserwacht tätig und ich bin jedes Jahr für die Sicherheit der Badegäste zuständig und auch für die Zuschauer, dass nichts passiert. Sicherheit der Badegäste. Badegäste im Januar ist aber sonst nicht normal, ja? Normal ist es nicht. Wir hatten auch vor 14 Tagen war RSA hier. Ist ja bekannt im Rundfunk gewesen, dass der Herr Fischer 50. Geburtstag hatte und musste auch hier eine Badesache ergehen lassen über sich. Und das Wasser, ich weiß nicht, wie kalt es heute ist, aber es ist gefährlich. Also gefährlich ist das mit Sicherheit. Und so ganz nach normalem Badebetrieb sieht es hier auch nicht wirklich aus, oder? Und wem es bei minus 5 Grad immer noch zu warm ist, was kann der machen? Ja, da gibt es auch noch was zu trinken bei mir. Und Eis. Wir haben heute eine Wassertemperatur von 1 Grad, Lufttemperatur minus 5 Grad und eine Eisdicke von 6 Zentimeter. Zum Warmwerden gab es denn jedenfalls erst einmal eine Polonaise um das Schwimmbecken. Und da ist er auch schon, der Öderaner Eishai. Und dann wurde es unseren Badelustigen eindeutig zu warm und sie brauchten dringend eine Abkühlung. Ach du Schreck, und wir haben ja noch getrunken. Hurra, 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 hurra. Eis, 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 Eis. Auch aus fernen Landen waren Gäste angereist. Wie hier aus Bayern. Qualität aus Bayern. Ja, ich weiß nicht. Ich kenne bloß Qualität aus Sachsen. Nee, das gibt's in Bayern nur. Weißwurst und süßen Senf. Geprüfte Qualität. Auf die Freude. Ja, ist so schön. Ist der Gottsam in Bayern. Voll. 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 Von nicht ganz so weit her kamen die Pirnaer Eisbrecher. Sacken, sehr schön. Sehr schön. Der Reicheldolf, ist das der Reicheldolf? Nein, nein. Ist er denn? Jetzt geht er rein! Jetzt kommt der Reicheldolf, da war er! Jetzt geht er rein! Die Seite geht so lang. Auf alle Fälle ist jetzt Pirna am Wasser und auf Pirna ein Treibhaus. Eis! Frei! Eis! Frei! Eis! Frei! Die Eisfüchse aus Dresden sind bekannt mit ihrem großen Tauchsieder. Die Eisfüchse aus Dresden feierten gleich noch einmal eisige Weihnachten und brannten dabei ein regelrechtes Feuerwerk ab. Oh.
ob so ein Eishai eigentlich feuerfest ist? Hut ab! Ach so, ja, nee, Hut ab, nee. Und dann kamen auch endlich sie an die Reihe, die Öderaner Eishaie. Wir sind alle nicht ganz normal. Nee, kann ja nicht sein. Kalte Wasser gehen. Ja! Der Eisverkäufer mit dem Bauchladen. Auf die Mokita und auf Mokita die Conny. Eis, drei war es, Eis! Eis! Zwei! Eis! Zwei! Ist doch gar nicht kalt. Conny, trau dich, komm, trau dich. Zieh das Ding durch. Gibt's noch Öderaner, die noch fehlen? Nee. Hat sich jeder versteckt? Ja, nee. Das ganze Beckenrand ist voll Öderaner. Die trauen sich ja nicht ins Wasser. Nee, wird's auch nicht machen. Ciao, liebe Zuschauer, ich gebe es zu, mein Lieblingsplatz ist doch lieber der hier am Feuer, da fühle ich mich wohler. War eine spannende Geschichte heute, ich muss sagen, ich hätte es nicht erwartet, so viele Leute zu sehen, die bei den Temperaturen, wir haben immerhin minus 5 Grad heute Abend, hier in Öderan ins Wasser gestiegen sind. Also ich bin total überrascht, was es doch eigentlich für verrückte Leute gibt. Wir hatten alle viel Spaß hier, ich wünsche Ihnen noch viel Spaß. Alles Gute und bleiben Sie schön warm. Ihre Sanja. Liebe Zuschauer, heute bin ich für Sie mal nach Öderan gefahren. Wir haben strahlend blauen Himmel, die Sonne scheint und heute wird dieses Jahr hier die Freibad-Badesaison eröffnet. Was? Wie? Wir sind ein halbes Jahr zu zeitig dran? Warum sagt mir das denn keiner? Ich hab meinen Fisch vergessen. Oh nee! Die Wohnungsgenossenschaft Liechtenstein setzt seit fast 6 Jahrzehnten den Maßstab für zufriedenes Wohnen in Liechtenstein. Heute leben mehr als 2000 Mieter in unseren über 1400 modernen Liechtensteiner Wohnungen. Die Lage zwischen Chemnitz und Zwickau in einer Kleinstadt mit viel Grün, Ruhe und Gemütlichkeit ist durchweg 1A. Denn gleich um die Ecke gibt es Landschaft, Schule und Kultur. Alle Wohnungen befinden sich am Stadtrand und bieten kurze Wege zur Arbeit, Ausbildung und Freizeit. Sichern Sie sich bei uns durch eine Mitgliedschaft alle Vorteile des genossenschaftlichen Wohnens. Ein lebenslanges Wohnrecht, Genossenschaftsrecht, das besser schützt als das Mietrecht. Bei uns steht das Mitglied als Mieter mit seinen Wünschen und Ansprüchen im Mittelpunkt. Mit individuellen, maßgeschneiderten Angeboten und einem optimierten Mieterservice ist die Wohnungsgenossenschaft Liechtenstein Ihre Adresse für ein anspruchsvolles Wohnen. Informieren Sie sich bei uns über weitere attraktive Angebote. Aufgepasst! Nutzen Sie jetzt die neuen Mietaktionen. Mieter werben Mieter. 300 Euro geschenkt bei Werbung eines Neumieters, der noch nicht Genossenschaftsmitglied ist. Zusätzlich erhält der Neumieter 2 Monatskaltmieten geschenkt. Nutzen Sie den Kraxler-Bonus. 30% Mietnachlass ab der 3. Etage. Für Familien mit Kindern gibt es den Familienbonus. Alle Kinderzimmer mietfrei. Befristet bis 31. Dezember 2019. In der Stadt im Grünen. Wohnungsgenossenschaft Liechtenstein. Sanitätshaus Desinfekta Wutzke, der Partner für Kliniken, Alten- und Pflegeheime sowie der Pflege zu Hause. Spezialisiert haben wir uns auf die Versorgung der Patienten mit Inkontinenzhilfen. In dieser Branche arbeiten wir bundesweit und sind anerkannter Partner vieler gesetzlicher Krankenkassen. Wir beraten und betreuen unsere Patienten kompetent, auch in anderen Bereichen. Wir bieten eine große Auswahl an Reha-Mitteln. Besuchen Sie unsere Ausstellung. Zu unserem Sortiment gehören neben Kranken- und Pflegebetten, Toilettenstühlen und Behindertentechnik eine große Auswahl an Rollatoren und andere Gehhilfen. Wir führen viele medizinische Produkte ohne Eigenanteil. Das heißt, unsere Patienten zahlen nur die gesetzliche Zuzahlung. Schauen Sie sich in unserem Geschäft um oder bequem im Internet unter www.desinfekta.de. Auch hier können Sie bestellen. Wir liefern für den häuslichen Bereich und im Alten- und Pflegeheimbereich.
Das Sanitätshaus Desinfecta Wutzke ist anerkannter Partner der Krankenkassen und nach DIN ISO 9001 zertifiziert. Dadurch garantieren wir unseren Patienten einwandfreien Service und kompetente Beratung durch unser Fachpersonal. Sanitätshaus Desinfecta Wutzke, der zuverlässige Partner für Gesundheit seit 1994. Wir sind zurück in Frankenberg zum Thema Ausbildungsmesse am 9. Februar. Herr Gerstner, die Ausbildungsmesse findet ja hier im Martin-Luther-Gymnasium statt. In wie vielen Räumen wird da was los sein? Ja, das Besonderheit an unserer Ausbildungsmesse ist, dass die Unternehmen sich in einzelnen Klassenzimmern präsentieren können, damit auch eine Diskretion gewahrt wird. Wir haben diesen Jahr über 60 Aussteller, die über 100 Ausbildungsberufe und 200 Studienrichtungen hier in Frankenberg präsentieren werden. Ja, und die Angebote für die Studierenden und Azubis, richtet sich das eher an junge Leute oder sind da zum Beispiel auch hier ältere Menschen angesprochen, die vielleicht auf dem zweiten Bildungsweg noch einen Ausbildungsberuf erlernen wollen? Unsere Hauptzielgruppe sind natürlich die jungen Leute, die noch in ihrer Orientierungsphase sind und überlegen, ob sie lieber eine Ausbildung absolvieren wollen oder lieber ein Studium beginnen wollen. Aber natürlich sind die Angebote, die wir hier machen in der Ausbildungsmesse, für alle Altersklassen offen. Und wer noch im hohen Alter studieren möchte, warum nicht? Und die Aussteller, sind die hauptsächlich hier aus der näheren Umgebung oder sind doch auch, ich sage jetzt mal, Betriebe oder Firmen von weiter weg vorhanden? Ja, wir haben natürlich im Schwerpunkt Unternehmen aus der Region, große Unternehmen wie auch die Walzengravur in Frankenberg, Benzler in Frankenberg. Aber natürlich haben wir auch Angebote überregional, SAP aus Dresden oder die Glashütter Uhrenmanufaktur, die hier als Aussteller bei uns auf der Messe vorhanden sein werden. Und wie werden sich die Unternehmen hier im Einzelnen so präsentieren? Mit welchen Angeboten? Ja, die Unternehmen werden sich natürlich mit Beratern hier präsentieren, aber es wird auch jede Menge Vorführaktionen geben und Mitmachaktionen. Denn das Ziel dieser Messe ist natürlich auch, dass die Interessierten nicht nur informiert werden, sondern dass sie auch selbst etwas ausprobieren können und sich selbst testen können. Ja, und im Programm geht es erstmal weiter mit den Wochensplittern. Zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust am 27. Januar fanden traditionell auch in der Region Gedenkveranstaltungen statt. So eine Kranzniederlegung am Hohenstein-Ernsthaler Ehrenmal am Fuße des Pfaffenberges. Die Vereinten Nationen erklärten 2005 den 27. Januar zum Gedenktag. In Deutschland ist er es bereits seit 1996. Er bezieht sich auf den 27. Januar 1945, als die Rote Armee die Überlebenden des Vernichtungslagers Auschwitz befreite. In der Bundesrepublik werden heute öffentliche Gebäude beflaggt und die Fahnen auf Halbmast gesetzt. Auch in Hohenstein-Ernsthal machen wir das so. Wer heute über den Altmarkt fährt, wird das sehen. In vielen Veranstaltungen wie Lesungen, Theateraufführungen und natürlich Gottesdiensten wird die Erinnerung an die Verbrechen der Nationalsozialisten wachgehalten. Hohenstein-Ernsthals Stadtchronist Wolfgang Heimann betonte: Das Gedenken an solchen Tagen ist natürlich auch immer irgendwie an Zahlen gebunden. Unvorstellbare Zahlen. Der Zweite Weltkrieg, der auf den Nationalsozialismus zurückgeht, hat uns immerhin 65 Millionen Tote beschert.
Wenn es nur 35 Millionen gewesen wären, so Wolfgang Heilmann, hätten wir die gleichen Emotionen. Das sind Zahlen, die irgendwo abstumpfen, die wir immer wieder hören. Beschränken wir uns mal auf die Massenverbrechen, die der Nationalsozialismus in Deutschland ausgelöst hat. 6 Millionen Juden wurden ermordet, 13,3 Millionen sowjetische Kriegsgefangene, 220.000 Sinti und Roma, 225.000 Euthanasieopfer. Die Liste ist noch länger. Und emotional empfinden wir dieses Gedenken, diese Trauer, eigentlich nur, wenn die Zahlen einstellig werden, wenn es uns persönlich angeht. Opfer des Nationalsozialismus wurden auch Hohenstein-Ernsthaler. 34 stehen also hier auf der Tafel, die in der Nazizeit umgekommen sind, im KZ und im Strafbataillon 999. 5 Euthanasieopfer sind bekannt von Hohenstein-Ernsthal, namentlich bekannt. Es sind mit Sicherheit mehr. Gedenken wir auch der Opfer, die nicht ihr Leben ließen, aber ihre Gesundheit. Am 23. Juni 1933 stürmte in der Nacht die SA angetrunken mit einer ganzen Kompanie vom Berghaus in die Stadt. Sie holten Bürger, andersdenkende Bürger aus ihren Betten, verprügelten sie, tauchten sie in Kalk und ähnliches mehr. Einer wandte sich dagegen. Pfarrer Rietsch. Er hat also von seinem Recht als Gefängnispfarrer Gebrauch gemacht und hat also auch von der Kanzel über diese schändlichen Taten der Nazis gesprochen. Wir gedenken weiter an die Zivilisten, die auch nach dem unmittelbaren Kriegsende ihren Tod gefunden hatten. Der alte Herr Schneeweiß und der Gärtnermeister Aurich. Wir gedenken aber auch Hermann Ende, der durch eine jämmerliche Verleumdung in ein noch funktionierendes KZ, allerdings unter sowjetischer Regie, in Mühlberg zu Tode kam. Wir gedenken der Inhaftierten, die in Bautzen für ihre politische Gesinnung eingesessen haben. Einige begegnen wir ab und zu in Hohenstein-Ernsthal. Denken wir an Patrick Träumer, die Tafel steht der Tümer, die steht also dort, der also vor wenigen Jahren durch rechtsextremistische Gewalt sein Leben eingebüßt hat. Stethoskop und Blutdruckmessgerät. Das sonst übliche Rüstzeug benötigte Facharzt Danny Nummert Schulze am Montagnachmittag nicht und auch im Wartezimmer keine Patienten. Dafür platzte sein Behandlungszimmer aus allen Nähten. Voller Journalisten und mit Sachsens Gesundheitsministerin Barbara Klepsch an seiner Seite führte er seine Videosprechstunde durch. Für den Arzt ist diese Art der Behandlung ein Ergänzungsangebot der medizinischen Versorgung. Natürlich gehören akute Infekte, akute Erkrankungen weiterhin in die normale Sprechstunde. Der Vorteil der Videosprechstunde, und dafür ist er auch gedacht, ist eher so Dinge nachzubesprechen, Wunden nachzukontrollieren, Laborwerte auszuwerten. Und für solche Sachen ist zumindest eine Erleichterung für die Patienten gegeben, denn die ersparen sich den Weg in die Praxis, die müssen nicht im Wartezimmer sitzen und oftmals sind die Dinge auch wirklich in 2-3 Minuten schon besprochen. Davon profitiert nun zum ersten Mal auch Hans-Jürgen Marow. Für den älteren Herrn im Pautritscher Pflegeheim ist es unbekanntes Terrain, aber die Pflegeleiterin Romy Pönisch hilft ihm, diese Situation zu meistern. 1 bis 2 Patienten pro Woche betreut Dr. Nummert Schulze auf diese Art. Der Zugang zur Videosprechstunde ist für Jüngere denkbar einfach und für ältere Menschen mit kleinen Hindernissen behaftet. Es ist etwas Neues, aber es ist vorwiegend natürlich etwas für die jungen Leute, die
sehr technisch versiert sind. Und der ältere Bürger zu Hause, der wird sicherlich noch ein bisschen Schwierigkeiten haben, aber mit Unterstützung von Angehörigen oder von Betreuungs- oder Pflegepersonal ist auch für diese Patientengruppen der Kontakt zum Hausarzt möglich. Die Praxis von Dr. Nummer Schulze in Hatta ist Zweigstelle des medizinischen Versorgungszentrums der Helios-Klinik Leisnig. 21 Mediziner in ausgewählten medizinischen Versorgungszentren des Helios-Klinikverbundes bieten diesen Zusatzservice für ihre Patienten an. Insgesamt sind es mehr als 140. Dass diese im Freistaat zu den Vorreitern in Sachen Telemedizin gehören, deutet auf Entwicklungspotenzial. Ja, zunächst muss man sagen, dass seit 1. September letzten Jahres ja erst das Thema Telemedizin im Freistaat Sachsen auch möglich ist, dass die Landesärztekammer sich dem Thema positiv gegenüber geöffnet hat, was in anderen Bundesländern nicht überall der Fall ist. Und es ist jetzt so langsam im Aufbau. Das heißt, es gibt Ärzte, die sich dem öffnen, die für sich darin auch eine Chance sehen. Die Patienten fragen jetzt auch stärker nach. Es ist nicht nur für ältere Menschen, die im ländlichen Raum wohnen, eine Unterstützung, sondern auch der junge Mensch, der berufstätig ist. Auch für ihn kann es eine deutliche Erleichterung sein. Aber hier muss man sagen, wir machen kleine Schritte, aber für mich in die richtige Richtung. Für die Ministerin ist die Telemedizin vor allem ein Ergänzungsangebot der medizinischen Versorgung, aber mit Potenzial. Dementsprechend investiert der Freistaat auch in solche Projekte. Also zum einen sind wir finanziell bei ganz innovativen Anträgen mit dabei, die unterstützen wir. Ein schönes Projekt im Vogtland haben wir finanziell im letzten Jahr mit begleitet. Dort geht es genau auch darum, dass man einen Raum einrichtet, dort sitzt die medizinische Fachkraft, der Patient kommt dorthin und dann wird man mit Ärzten telemedizinisch verbunden. Also man hat dort ein schönes Projekt, wo mehrere Ärzte praktisch gemeinsam das Thema Telemedizin nutzen. Und so entstehen viele, viele Einzellösungen, die aber, und wenn man da mal einen Blick voraus vielleicht richtet, wo ich denke, in 2 Jahren sind wir vielleicht etwas optimistisch von mir, aber doch ein ganzes Stück weiter, was das Thema Digitalisierung, speziell Telemedizin angeht. Der Start in die Telemedizin ist für Patienten eher klassisch. Sie müssen sich einen Termin bei unserem Praxispersonal machen. Sie werden dann quasi ganz wie jeder andere Patient auch in die Sprechstunden eingetaktet. Und zur festgelegten und vereinbarten Zeit bekommen Sie dann von mir einen PIN per SMS oder E-Mail geschickt und mit dem sind Sie dann innerhalb von einem Klick online und sehen mich und ich sehe Sie. Und das ist also denkbar einfach. Man muss kein Programm installieren und die Vorteile sind einfach hervorragend. Die Krankschreibung via Internet gehört nicht dazu. Die Ausstellung von Krankenscheinen oder die Behandlung von akuten Infektionserkrankungen, die müssen sich auch weiterhin in der Sprechstunde vorstellen und dafür ist die Videosprechstunde auch nicht geeignet. Also man braucht seine 7 Sinne als Arzt und bei so akuten Geschichten ist eine Patient-zu-Arzt-Vorstellung unbedingt in der Praxis sinnvoll. Sinnvoll sind die Möglichkeiten des Videochats mit dem Hausarzt allemal. Macht es doch die Betreuung des Patienten in der ländlichen Region ortsunabhängiger. In der Begegnungsstätte des Hohenstein-Ernsthaler Kammerhauses wird es, weil der Bau des neuen Depots ansteht, erst einmal keine Sonderausstellungen mehr geben. Aber Kammer-Fans und andere, die sich für den berühmtesten Sohn der Stadt interessieren, bekommen trotzdem reichlich Kammer geboten. Unsere Kabinettausstellung im Kammerhaus, die wir anstelle der Sonderausstellungen machen, wird sich dieses Jahr quartalsweise unter anderem mit 50 Jahre Kamei-Gesellschaft beschäftigen, mit Patty Frank als solchen und mit den Schönburgern, wo wir mal ein bisschen auf verschiedene Dinge eingehen, die ja regional von großem Interesse sind. Wir haben übrigens am Samstag auch große wissenschaftliche Beiratssitzung gehabt und haben uns schon orientiert auf die Ausstellung nach Eröffnung des Depots. Wir haben ja glücklicherweise dann das Erdgeschoss mit erweiterter Museumsfläche auch zur Verfügung und werden uns dann in den ersten 2-3 Jahren mit den Themen Karmai International
dann zur Evolution und Entwicklung der Figur des Winnetou beschäftigen und natürlich auch mit der Thematik Karmai und das Dritte Reich. Bis das neue Depot eröffnet wird, dauert es noch ein wenig. Die Pläne, sagen wir, fangen wir das Ganze von hinten an. Wir gehen zurzeit davon aus, dass die bauliche Übergabe im November 2020 erfolgen wird. Auch ohne die Sonderausstellungen wird man in der Begegnungsstätte viele Besucher begrüßen können. Ich halte nächsten Dienstagabend einen Vortrag zum Thema Karmaihaus Cum Vadis und werde dort mal insgesamt so auch ein bisschen was natürlich auch zur Vergangenheit des Karmaihauses sagen, aber natürlich auch wohin. Bekanntlicherweise stehen ja die Arbeiten zum Depot vor der Tür. Und darüber werde ich natürlich berichten, auch wohin nicht nur die Architektur führt, die natürlich auch Bestandteil des Vortrags mit sein wird, aber auch insgesamt, wie die Entwicklung, zumindest wie ich mir die Entwicklung des Karmaihauses auch als Museum vorstelle. Und dann werden wir das mal abklopfen, was machbar ist, was Illusion ist und inwieweit wir die Potenzen, die das Haus als meist fotografiertes Gebäude und sagen wir, als touristische Perle hier unserer Stadt nutzen können und sagen wir, das sehr effektiv für unsere Stadt auch nutzen können. Am 24. und 25. Mai wird Karl May bereits zum 17. Mal ganz besonders gefeiert. Ja, der Fremdenverkehrsverein unserer Stadt, da wird das obligatorisch Karl-May-Fest machen. Die werden wir natürlich unterstützen mit einer gewissen Vortragstätigkeit. Wir werden hier auch im Rahmen des Möglichen in der Karl-May-Begegnungsstätte oder im Lapidarium dort Veranstaltungen durchführen. Also wir versuchen das so gut wie möglich dann auch ein bisschen für die Bürger aufzubereiten, inklusive des obligatorischen Kochwettbewerbes. Man bereitet noch einiges anderes auf. Zahlreiche Daten und Fakten rund um den Abenteuerschriftsteller. Ja, wir nennen das diesmal zum Anlass, da wir eben keine Sonderausstellung machen können, unser Heft Nummer 34, der Karmaihaus-Informationen, herauszubringen. Das wird wieder voller Neuigkeiten, neuer Informationen sein. Zumal wir uns, was ja unser Metier ist, speziell mit der Biografie des großen Meisters beschäftigen. Und das wird dann schon wieder einschlagen, weil da wirklich also neueste Erkenntnisse, insbesondere auch aus dem Raum um Hohenstein-Ernsthal, nachzulesen sind. Apropos Lesen. Karmai gehört zu den meistgelesenen Schriftstellern deutscher Sprache. Lesen kann man ihn in den unterschiedlichsten Sprachen, was auch dazu führt, dass es im Depot des Karmaihauses nicht an internationalen Exponaten fehlt. Wir haben natürlich ganz tolle Schenkungen auch anlässlich des Weihnachtsfestes bekommen. So zum Beispiel aus Frankreich von unserem Freund Jean-Louis Tétain aus Neuburg. Vier französische Bücher, die wir noch nicht im Bestand haben, erschienen so zwischen 1943 und 1948. Und weil wir einmal bei Frankreich sind, haben wir auch endlich die Arbeit, die Masterarbeit von der Emmanuelle Dolly bekommen aus Toulouse, die dort jetzt ihre Doktorarbeit zum Thema Karmai schreibt. Und das sind alles Dinge, die voll in unseren Sammlungsbestand, also die ausländischen und fremdsprachigen Karmai-Bücher, passt. In Sachen Karmai gibt es nicht nur museumstaugliche Bücher, sondern auch immer wieder Neuerscheinungen. Es steht ja auch die Leipziger Buchmesse vor der Tür im März. Und da sind wir froh drüber, dass auch der Karmai-Verlag dort natürlich wie obligatorisch immer präsent ist und diesmal was ganz Neues mit anbietet, nämlich seine Bücher im Taschenbuchformat. Es beginnt mit einem Taschenbuchpaket mit 7 Titeln. Pro Band wird das mal finanziell bei 14 Euro liegen. Das ist eine machbare Größe und man versucht natürlich auch damit, Karmai mal wieder verstärkt in die Buchläden hineinzubringen, wo sie eigentlich zurzeit leider nicht stattfinden. Denn wenn man Karmai in den Buchläden findet, dann meistens nicht mehr bei der Kinder- und Jugendliteratur, sondern schon bei den Klassikern. Ist natürlich eine große Ehre, aber für den Verkauf natürlich nicht ganz so günstig. Kostenfrei sind die Vortragsveranstaltungen in der Karmai-Begegnungsstätte. So am 5. Februar, wenn André Neubert zum Thema Karmaihaus Cum Vadis referiert. Beginn ist 18 Uhr. Auf Schloss Augustusburg sind die Enten los. Seit Mitte Dezember läuft dort die Sonderausstellung Documenta, große Momente der Geschichte. In der Parallelwelt der Anatiden wird den Besuchern gezeigt, wie die Kunst- und Kulturgeschichte in einem Entenuniversum verlaufen wäre. Die Ausstellung Documenta hat insgesamt 12 Ausstellungsräume und relativ viele
Exponate, und zwar 270 Exponate von Zeichnungen, von Skulpturen, von Installationen. Also jeder, der spezielle Vorliebe hat, kommt natürlich dort auf seine Kosten. Und die, die einen Blick hinter die Kulissen der Ausstellung werfen wollten, kamen am 26. Januar auf ihre Kosten. Unter dem Titel Documenta mittendrin begrüßte Schlösserchefin Patricia Main zahlreiche Gäste im Hasensaal. Mitglieder der Berliner Künstlergruppe InterDAC erläuterten, wie einige der Entenkunstwerke entstanden sind. Begonnen hatte alles in den 80er Jahren an der Universität Braunschweig. Dort zeigte Professor Dr. Eckhard Bauer den Kunststudenten seine Sammlung von Disney-Figuren. Für uns war das erstmal eine Auseinandersetzung mit amerikanischer Populärkultur. So unter dem schmunzelnden Fragezeichen, wie würde unsere europäische Kultur aussehen, wenn diese amerikanische Kultur mit Donald Duck und alles, was wir auch sonst noch kennen, sich der europäischen Kultur bemächtigt. Später haben wir sozusagen unsere eigene Form gefunden. Wir waren begeistert davon, dass man mit Hilfe von Tieren sowas wie eine Fabel erzählen kann. So haben wir dann die sogenannten Anatiden erfunden. Das sind die entenähnlichen Wesen. Und also so eine halbe Mischung aus Ente und Mensch. Und haben über diese Metapher in den Bildwerken versucht, einen Zugang zu eröffnen. Einerseits zur Hochkultur, zu den alten Meistern, die wir damit nicht entehren, sondern eigentlich eher ehren wollen oder mindestens den Zugang zu eröffnen. Zum anderen aber auch zur Populärkultur, also die auch insbesondere in Form von Comics heutzutage ja auch sehr bekannt ist. Auch da zur anderen Seite hin sozusagen eine Brücke zu bauen. Und so denken wir, dass wir da einen Beitrag leisten können, insbesondere in diese beiden Welten mal nach zur einen Seite, mal zur anderen Seite gewissermaßen hinüber zu wechseln und den Menschen aber auch ein gewisses Lächeln abzugewinnen dabei. Das Entenuniversum umfasst mittlerweile rund 500 Objekte. Anlässlich der Ausstellung auf Schloss Augustusburg sind zwei neue dazugekommen, die jetzt feierlich enthüllt wurden. Gemalt hat die Bilder Ommo Wille. Sie zeigen den Erbauer des Schlosses, Kurfürst August und seine Frau Anna, verentet und nach historischem Vorbild. Die Bilder von Kurfürst Vater August und von der Kurfürstin Mutter Anna, die hängen ja sonst in der Kunstsammlung in Dresden, in der Rüstkammer. Das sind die Originale. Und Lukas Cranach, der Jüngere, hat sie ja 1565 für den Kurfürsten gemalt. Und jetzt gibt sie sozusagen in einer ganz anderen Variante. Das Interessante bei diesen Bildern von Cranach ist ja, dass er Cranach selber eigentlich mit einer Werkstatt gearbeitet hat. Er hat selber sicherlich das Porträt gemalt, das heißt das Gesicht, vielleicht auch die Hände, hat aber ansonsten für alle möglichen anderen Sachen seine Assistenten und richtige Spezialisten gehabt. Also Leute, die als Meister die Sache vielleicht für ihn, als angestellte Meister bei ihm die Sachen dann bearbeitet haben, wie zum Beispiel die Stickereien, die ganzen Medaillons, die ganzen Broschen, die ganzen Ketten, die da auch drin sind, also alles, was mit Juwelen zu tun hat oder eben halt mit Gold und vor sich hin glänzt. Also die dann wurden dann gemalt. Er selber als Cranach hat dann nur das Porträt gemacht und alle anderen haben ihm dann nachher geholfen und die Sachen fertiggestellt. Die Porträts von August und Anna haben nun einen würdigen Platz in der Ausstellung, die auch für die Ausstellungsmacher eine ganz besondere ist. Hier in Augustusburg ist die Documenta so groß wie noch nie in Deutschland aufgebaut. Das ist also die größte Documenta, die wir bisher gezeigt haben. Wir haben auch noch mehrere kleinere Ausstellungen parallel laufen in anderen Orten in Deutschland. Aber hier, das ist die größte und wir würden uns freuen, wenn auch in Sachsen sie auf großen Widerhall stößt und viele Menschen mit einem Lächeln aus diesem Hause herausgehen. Noch bis zum 1. September kann man sich im Schloss Augustusburg auf eine Reise durch die Kunst- und Kulturgeschichte des Entenuniversums begeben. In der kleinen Galerie am Hohensteinernsthaler Altmarkt kann seit dem 24. Januar eine neue Ausstellung besichtigt werden. Peter Gemarius de Kepper zeigt Malerei und Plastik. Ins Auge stechen sofort die Figuren, geschaffen aus Gegenständen, die vor ihrer Verwendung als Teil eines Kunstwerkes einem anderen Zweck dienten. Vielen Dingen, die so mancher auf den Müll geworfen hätte, gab Peter Gemarius de Kepper einen neuen Sinn.
Um aus nichts Gold zu machen, ist nicht nur Fantasie gefragt, man muss auch das Handwerk beherrschen. Das beherrscht der 1942 in Chemnitz geborene Künstler, der von 1962 bis 2002 unter anderem als Bühnenbildner tätig war und sich danach intensiver mit Skulptur und Malerei beschäftigte. Ohne Zweifel ist Peter Gemarius de Kepper einer, der sich Gedanken über die Welt macht, in der er lebt, und der mit seinen Kunstwerken den Betrachter anregt, mitzudenken. Allzu lange sollte man nicht über den Sprung ins kalte Wasser nachdenken, denn wenn das Wasser verdunstet ist, knallt man hart auf. Wer den Künstler persönlich kennenlernen möchte, hat am 28. Februar die Möglichkeit dazu. Um 19 Uhr gibt es eine Lesung mit Peter Gemarius de Kepper unter dem Titel Sprüche, Widersprüche und Widersprüche. Die Ausstellung Hot Paints kann noch bis zum 7. April besichtigt werden. Bis auf den letzten Platz gefüllt war im vergangenen Jahr an der Hartmannsdorfer Gemeindebibliothek die Lesung von Wes Levin. Liebhaber des Satirikers können ihn nun wieder erleben. Er stellt am 6. Februar in der Gemeindebibliothek sein neues Buch vor. Der Titel, dieses Kribbeln im Schlauch, verspricht wie gehabt beste Unterhaltung. Wes Levin stöberte in unscheinbaren Zeitungsmeldungen kuriose Missgeschicke auf und bereitete die für seine Leser und Zuhörer auf. Die Lesung beginnt um 19 Uhr. Reservierungen sind erwünscht unter 03722 40 96 68 oder per Mail info@bibliothek-hartmannsdorf.de. Der Förderverein des Tierparks Limbach-Oberfrohna startete am 23. Januar in sein Veranstaltungsjahr 2019. Der Vorsitzende Professor Klaus Eulenberger konnte dem Publikum wieder einen seiner alten Bekannten vorstellen. Tobias Rietsch, der in den 80er Jahren eine Lehre im Leipziger Zoo absolvierte, später in Stuttgart die Meisterprüfung als Zootierpfleger ablegte, zuletzt als Inspektor im Chemnitzer Tierpark tätig war und in den Prüfungsausschuss der Zootierpfleger berufen wurde. Nachdem er sich beruflich umorientierte, ist er seit 2017 im Naturschutzzentrum Grevemühle tätig. Um Naturschutz ging es in seinem Lichtbildvortrag auf besondere Weise. Tobias Rietsch berichtete von seinem Besuch bei den Gnube im Regenwald von Panama im Jahr 2012. Das ist einer von vier indigenen Volksgruppen, die in Panama noch leben, wobei einer von denen noch richtig im Wald drin lebt. Zu dem kann man auch kaum Kontakt kriegen, aber die anderen sind für die Touristen, sage ich jetzt mal, zugänglich. Die Ngurbe waren gerade zu dem Zeitpunkt an dem Punkt angelangt, wo sie den Schritt in die Zivilisation gemacht haben, also aus dem Wald rausgekommen sind sozusagen, und haben gelernt, wie man mit verschiedenen Dingen umgehen muss. Seine Tochter, die er besuchte, absolvierte in Panama ein Praktikum. Die Organisation, bei der sie mitarbeitete, hatte sich auf die Fahnen geschrieben, den Ureinwohnern beizubringen, wie man in der Zivilisation überleben kann. Ohne sich über den Tisch ziehen zu lassen. Die mussten den Umgang mit Müll lernen, die mussten den Umgang mit Geld lernen, mit den ganzen Konsumgütern, die sie haben. Die hatten keinen Strom, das mussten sie lernen. Zivilisation mit vielen Vor- und ebenso Nachteilen, wie die Errungenschaft Plaste, das, wenn ausgedient, zum Problem wird. Und wo wir dort waren in der Zeit, hatten die gerade einen ganz großen Aha-Effekt. Da haben sie sich festgestellt, dass sie mit ihrem Plastikmüll sich das ganze Dorf verschandeln und haben das aber selber gemerkt. Und da sind sie dann zu uns gekommen und haben gefragt, wir haben von euch das Zeug gekriegt, wie macht ihr das? So sieht das bei euch auch so aus wie bei uns jetzt hier. Und da haben sie sich Gedanken drüber gemacht und da konnte man recht vernünftig mit denen auch drüber reden. Und mittlerweile ist es so, meine Tochter hat noch Kontakt zu denen, mittlerweile ist es so, dass sie sehr viel zu ihrer traditionellen Lebensweise zurückgekehrt sind und jetzt wieder Bananenblätter zum Einwickeln nehmen, einfach und keine Plastiktüten. Da haben sie uns also im Prinzip schon fast überholt. Sprich, die Zivilisation kann sich von Naturvölkern so manches abschauen. Tobias Rietsch berichtete von den Ausflügen in den Urwald, in dem er manches fotografisch festhalten konnte, weil seine Reiseführer vom Volk der Gnube über ausgeprägtere Sinne verfügen als Menschen, die in der Moderne leben. Und sie haben unheimlichen Respekt vor der Natur.
Tobias Rietsch hält öfters Vorträge. Wenn er wieder einmal irgendwo von seinem Besuch in Panama berichtet, sollte man sich das nicht entgehen lassen. Der Erlös der Vortragsveranstaltung am 23. Januar kommt wieder dem Tierpark Limbach-Oberfrohna zugute. Die nächste Veranstaltung findet am 27. März statt. Dann heißt es im Zeichen des Jaguars. Dr. Christoph Schmidt unternimmt einen Streifzug durch Zentralamerikas Tierwelt. Satkabel in Burgstedt ist der Spezialist für das schnelle und preiswerte Highspeed-Internet über Fernsehkabelnetz. Bei uns surfen Sie nicht nur mit Höchstgeschwindigkeit, sondern sichern Ihre Daten auf entfernten Servern, können Fernsteuerungen in Echtzeit durchführen und spielen mit einem Superping. Hinzu kommt das Telefonieren in bester Qualität bei kostenloser Rufnummernmitnahme und günstigen Minutenpreisen. Lassen Sie sich beraten zu unseren attraktiven Komplettangeboten. Entweder vor Ort im Ladengeschäft oder telefonisch unter 03724 666 535. Besuchen Sie unsere Website sat-kabel-online.de. Ja, wir sind immer noch in Frankenberg beim Thema Ausbildungsmesse am 9. Februar. Die Messe ist doch unter dem Slogan Be Whatever jetzt so medial ein bisschen gepowert worden. Was steckt eigentlich hinter diesem Slogan? Ja, dieser Slogan Be Whatever ist natürlich sehr auf die Jugend bezogen. Das Be Whatever steht, probiere dich aus, versuche, was du möchtest und du kannst alles sein, was du in deinem Leben erreichen möchtest. Man muss nur die verschiedenen Berufe kennenlernen. Das ist auch das Ziel unserer Messe hier in Frankenberg. Und natürlich haben wir das Ganze medial in den sozialen Medien auch mit entsprechender Zielgruppe vorangetrieben, damit die Jugend angesprochen wird. Und hier am Samstag, den 9.2. von 10 bis 15 Uhr nach Frankenberg kommt und sich die verschiedenen Berufsfelder anschaut. Wo kann man sich eigentlich noch zusätzlich zum Beispiel im Internet informieren? Man kann sich bei Facebook informieren, man kann sich bei Instagram informieren, man findet uns auch normal unter Bildungsverein Frankenberg im Internet zu finden oder auf der Seite der Stadt Frankenberg. Ja, und Ihr Verein, also wir wissen es von vielen Vereinen, dass da noch Mitglieder oder Nachwuchs oder irgendwas gesucht wird. Suchen Sie noch Mitglieder? Ja, wie jeder Verein suchen wir natürlich auch Mitglieder, gern auch Firmen, die sich einbringen wollen, die auch Angebote machen wollen für die Jugend in Frankenberg, für die Jugend in der Region, um damit natürlich auch Nachwuchs für die Zukunft zu gewinnen. Vielen Dank, Herr Gerstner. Und weiter geht's jetzt erstmal mit Körbchen gesucht. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Körbchen gesucht. Wir sind mal wieder zu Gast im Tierheim in Röhrsdorf und die Nicole wird uns natürlich jetzt auch, ich sag jetzt mal, unterrichten, wer hier alles ein Körbchen sucht im neuen Jahr. Mit wem geht's los, Nicole? Genau, wir fangen heute gleich mal mit unserem kleinen Notfall an. Das ist die Mietz, ist eine Privatabgabekatze, wurde kurz vor Weihnachten noch abgegeben, weil der Besitzer die Katze nicht mehr geduldet hat. Kam zu uns, wir merkten schon, der Katze geht es eigentlich gar nicht so gut, haben umfangreiche Untersuchungen gemacht und es stellte sich heraus, dass Mietz Diabetes hat. Heißt, für die Leute, die Mietz ein Zuhause geben möchten, sie muss zweimal täglich Insulin gespritzt bekommen. Unsere Tierärztin wird Ihnen das gerne zeigen, wie das zu machen ist. Braucht natürlich auch entsprechend artgerechtes Futter, Diabetesfutter. Muss kontrolliert werden, kann nicht den ganzen Tag nur essen. Auch das Wasser muss halt ihr zugeteilt werden. Wie sieht denn das aus bei einer Katze mit Diabetes? Ist dann auch eine Freilandhaltung möglich oder ist dann ausgesprochene Wohnungshaltung angesagt? Ist eine sehr schwere Frage, weil Mietz kommt aus der Freihaltung. Für die Kontrolle ist es natürlich viel besser, wenn sie nur drinnen ist, weil wir wissen ja nicht, was sie draußen frisst. Und auf diese Menge muss ja das Insulin immer eingestellt werden. Und mit den Medikamenten, was muss der zukünftige Besitzer da vielleicht an Kosten dafür einplanen, so im Monat? Also ungefähr sind wir schon bei 40 Euro mit den Nadeln. Ne, man muss sich das Spritzen trauen, das ist ganz toll wichtig, da darf man keine Angst vor haben. Und das Spezialfutter.
Ja, aber Mizi ist definitiv eine ganz verschmuste, tolle Katze. Sie ist sehr hübsch, trotz des kleinen Makels mit dem fehlenden Schwanz. Und ich denke mal, Sie haben bestimmt das passende Zuhause. Und wir haben noch einen Katzenkandidaten. Genau, jetzt haben wir noch einen schüchternen Katzenjungen. Na dann mal los. Wir wollen Ihnen jetzt den kleinen schüchternen Kater Leo vorstellen. Nicole, wie kann man den Leo am besten beschreiben? Ja, Leo ist noch ein ruhiger Kater, der einfach noch nicht viel Glück in seinem Leben hatte. Er ist auch erst 8 Monate alt. Er sucht also auch Menschen, die Vertrauen aufbauen können, die Zeit haben, gerne auch zu einem Zweittier. Er ist hier mit anderen Katzen sehr verträglich, orientiert sich auch an Katzen, die frohen Mutes sind und auf Menschen unbedacht zugehen. Ihm fehlt halt einfach der letzte Funken Mut dazu, dass der Mensch eigentlich doch was ganz Tolles ist. Wenn jetzt nur die Pfleger drinnen wären, er kommt auch schon raus, lässt sich schmusen, lässt sich streicheln. Aber jetzt, wir sind wieder alles neue Situation, dann verkriecht er sich halt. Ja, liebe Zuschauer, wir haben auch versucht, den Leo hier aus seiner Box herauszuholen, aber wir wollen ihn da nicht dazu zwingen. Deswegen hätten wir gerne gewusst, wie ist denn der Leo so von der Zeichnung her? Genau, also Leo ist ein ganz normaler schwarz-weißer Kater. Kastriert, geimpft, fix und fertig. Also hofft wirklich, dass er endlich seine eigene Familie finden darf. Also kommen Sie mal vorbei und schauen Sie sich den Leo am besten selber hier an. Das erste Hundekörbchen dieser Sendung steht bereit für den Pauli. Und wie alt ist der Pauli eigentlich? Genau, Pauli ist jetzt gerade mal 5 Monate alt und ist schon wieder abgegeben worden ins Tierheim, weil einfach ja, die Familie sich den Hund unüberlegt angeschafft hat. Er kann natürlich mit seinen 5 Monaten noch nicht alleine bleiben, schafft natürlich die Arbeitszeit der Menschen dadurch nicht. Hat die Nachbarn alles gestört, er weint und jault und bellt, dekoriert die Wohnung um und so ist er halt jetzt 2 Wochen bei uns. Wie sieht's denn aus? Was wäre eigentlich der geeignete Halter für Pauli? Was denkst du? Ach, hauptsächlich natürlich erfahrene. Von der Rasse her ist halt ein intelligenter Schäferhund, ist ein Welpe, der braucht Zeit für das Hunde-Einmaleins. Eine Familie kann gerne da sein, ne, ist egal ob Haus oder Wohnung, Hauptsache das Tier ist ordentlich ausgelastet. Vom Temperament her, wie schätzt du ihn da ein? Ist ein junges Tier. Also er ist hier ohne Probleme in unsere Hundegruppe eingefügt worden. Ne. Es ist noch ein Rüde und noch eine Hündin mit dabei. Er ordnet sich prima unter, also auch das stellt gar kein Problem dar. Ist halt ein frecher junger Hund. Aber hat einen durchaus sehr sozialen Charakter. Also, wenn Sie den Pauli genauso hübsch finden wie ich, dann melden Sie sich hier. Und die Nicole gibt dann natürlich Auskunft. Als nächstes gibt es jetzt hier Welpenpower im Doppelpack. Una und Oasis heißen die beiden Hübschen. Und Nicole, was ist das eigentlich für eine Rasse und wie alt sind sie? Also Una und Oasis sind jetzt knapp 5 Monate alt geworden und sind Brackenmischlingshündinnen. Okay, und die beiden, wo kommen die her? Ist das eine Abgabe? Sind es Fundtiere? Ja, sind wieder abgegeben worden, waren vom Wurf Welpen übrig, konnten kein Zuhause finden und nun sind sie bei uns. Sind noch nicht lange bei uns, zeigen sich erstmal hier als neugierig, aber doch noch etwas schüchtern. Deswegen suchen wir auch erstmal Leute, die Vertrauen in die Tiere investieren können. Die wissen, die sind jetzt nicht sofort begeistert und hauen einen um, sondern die gucken erstmal ganz in Ruhe, passt der Mensch, kann ich mich dem anvertrauen. Als Jagdhundmischlinge brauchen die da besonders viel Auslauf und sind die vielleicht dann auch in der Wohnung schwer, ich sag jetzt mal, auszupowern? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Man sagt bei den Hunden, das sind 2 Tiere in einem. Das sind die können prima in der Wohnung gehalten werden. Die ziehen sich zurück, schlafen in ihrem Körbchen, wenn die es gewohnt sind, auch dann das alleine bleiben zu lernen. Und draußen natürlich ist die Nase schon stark im Vordergrund. Aber mit der guten Ausbildung, mit einer guten Hundeschule in Zusammenarbeit und das Hunde einmal eins zu erlernen ist, sind das prima Familienhunde. Und die Hundeschule gibt es natürlich auch bei euch, ne? Haben wir alles mit dem Haus, also wer da Interesse hat, wir haben einen sehr tollen Hundetrainer, den Andy Köscher an unserer Seite, kann einfach anrufen und den Termin ausmachen.
Also, wenn Sie Una und Oasis auch so toll finden, die können auf alle Fälle entweder getrennt oder zusammen vermittelt werden, dann melden Sie sich bei Nicole. Und mit wem machen wir jetzt weiter? Jetzt kommt die Berita. Der ein oder andere kennt sie schon mal. Sie war schon mal da. Leider hat sie bis heute noch kein Zuhause gefunden. Deswegen versuchen wir es nochmal auf der zweiten Chance. Na, dann holen wir die mal ran jetzt hier. Die Nicole hat ja schon erwähnt, die Berita befindet sich schon einige Zeit in der Vermittlung, hat aber noch kein Zuhause gefunden. Nicole, könnt ihr euch das eigentlich erklären oder? Eigentlich nicht. Sie ist eine ganz tolle, intelligente Schäferhündin. Ist okay, sie ist nicht mehr die Jüngste, sind aber auch nur 5,5 Jahre. Was wir denken, wie alt sie ist, ist halt so. Sie kam ursprünglich mal als Fundhund zu uns, konnte vermittelt werden und ist dann wieder abgegeben worden. Sie mag halt einfach keine Katzen. Deswegen ist bei ihr halt ganz wichtig ein Zuhause ohne Katzen, ohne Kleintiere. Sie ist hier mit Rüden unproblematisch verträglich. Hündin ist halt eine Sympathiesache. Sie ist halt eine Schäferhündin. Intelligent ist sie. Man muss mit ihr geistige Arbeit auch mitmachen, neben der körperlichen Auslastung. Gibt es eigentlich an Berita irgendetwas, was dir besonders positiv aufgefallen ist oder was du besonders an ihr magst? Sie ist halt wirklich ein toller Hund. Ich kann es jetzt gar nicht anders sagen. Sie ist verträglich, sie kann alleine bleiben stundenweise. Sie ist dann ruhig, geht zurück. Natürlich, wenn sie merkt, da ist irgendwas, es kommt irgendwas oder es ist langweilig, dann dekoriert sie gerne mal mit ihrem Napf alles um. Aber ansonsten Suchspiele kann man sehr gut mit ihr machen. Also man kann sie mit der Nase sehr gut auslasten. Ein toller Hund. Also, wir verstehen es nicht, warum die Berita noch kein neues Zuhause hat. Und wenn sie Ihnen gefällt, dann melden Sie sich ganz dringend hier, weil die sitzt schon auf gepackten Koffern. Nicole, wer ist dieser hübsche Kerl hier? Genau, das ist Seth, ist ein englisch Setter, ist jetzt ungefähr 4 Jahre alt, ist abgegeben worden, weil er laut seines Besitzers jagduntauglich ist. Also er war bei einem Jäger, aber hat es halt nicht verstanden, was er dort machen soll. Deswegen ist er bei uns gelandet. Es ist eine liebenswerte Seele, sehr verträglich mit allen Hunden, auch mit Mensch und auch mit Kind. Also ich habe eine 3-jährige Tochter, die schlabbert er bloß ab. Da ist er sehr, sehr anhänglich. Funktioniert alles prima. Was würdest du als Zuhause empfehlen für den Set? Für ihn wünsche ich mir trotzdem ein Zuhause mit Garten, einfach das Manko bei ihm. Er hat nie gelernt, alleine zu bleiben und das macht er schon deutlich, dass er halt, wenn er alleine ist, erstmal anfängt mit Jaulen. Deswegen ist da ein Haus besser, wo keine Nachbarn ringsrum sind, die an sich das Jaulen stören, und auch im Garten kann er sich halt dann frei bewegen, mit Aufsicht natürlich vom neuen Besitzer. Ersetzt natürlich nicht den Gassigang außerhalb vom Grundstück noch. Braucht er als Jagdhund hier irgendwie eine bestimmte Kilometerpauschale oder hält sich das bei ihm auch in Grenzen? Wir fördern das Jagdliche jetzt in dem Sinne überhaupt nicht mehr. Was wir machen, ist natürlich das Spielen, das Beschäftigen. Trotzdem jetzt die Nasenarbeit, das einfach die geistige Auslastung ist. Wir sind nun mal ein Tierheim und können immer das Häusliche einfach nie ersetzen. Naja, da haben wir doch einiges gehabt in dieser ersten neuen Tierheimsendung im neuen Jahr. Kommen Sie vorbei, die 2 Katzen und wie viele Hunde hat man jetzt? 4? 5? 5 Hunde. Und einige sind ja auch noch hier, die wir nicht vorgestellt haben. Und suchen natürlich alle ein schönes neues Körbchen. Ja, wir sind schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Wir hoffen natürlich, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie sich für Studien- und Bildungsangebote interessieren, dann schauen Sie auf alle Fälle vorbei, hier am 9. Februar bei der Frankenberger Bildungsmesse von 10 bis 15 Uhr. Ja, und falls Ihnen eins unserer Sorgenpfötchen zugesagt hat, dann melden Sie sich im Tierheim in Röhrsdorf. Wir sagen Tschüss, machen Sie es gut.